Aber es ist halt einfach für mich so ein Stück Berlin und mehr als noch nur West-Berlin. Es ist wirklich so Gesamt-Berlin. Und deswegen dachte ich, dieses Jahr komme ich mal wieder her. Also gerade nach Corona und all dem ganzen Gedöns hatte ich einfach mal wieder Bock auf so ein Stück weit so Normalität. Yeah. Und das ist AEDT im Kontext mit Berlin. Eigentlich habe ich keine Erwartungen. Ich gehe nie mit Erwartungen irgendwo hin. Ich lasse mich überraschen. Das sind dann die schönsten Partys, finde ich. Ne? Und das setzt ja schon einiges voraus hier. Das Ambiente ein Hammer, muss ich sagen. Mein Name ist Redo. Ja, ich freue mich, dass ich hier heute bei der AEDT am Ende des Tagesveranstaltungen mit teilhaben darf. Und ich mache hier das Catering. Ich finde, diese Veranstaltung ist eine der schönsten Veranstaltungen, was Berlin überhaupt hat, weil wir haben ja ein super Netzwerk, wir können uns hier gut austauschen. Die Veranstaltung gehört zur Berliner Kultur, ja. Und ein Sommer ohne AEDT ist kein Sommer für mich, ja. Ich finde, das war wirklich eine super Party, unheimlich freundliche Leute und habe mich gut unterhalten. Ja. Wenn der Jan Christoph das macht, dann wirkt es ja irgendwie für Qualität. Bin ja extra aus München hergekommen. Schauen wir mal. Wir sind fast jedes Jahr, wir sind jedes Jahr mit dabei bei der Sommerparty und mal wieder mit all unseren tollen Marken vertreten. Also eigentlich eine tolle, tolle Geschäftsbeziehung und eine Freundschaft. Ne? Also ich trinke natürlich Scarvin Rain, unseren Prosecco und Wein haben wir auch vor Ort. Wir sind noch dabei mit Aquamorelli und mit Goldberg. Cheers und 9 Mile und ich hoffe, alle haben sehr, sehr viel Spaß mit uns. Also mir gefällt besonders einfach, dass es immer neue Locations sind, immer auch was anderes, das finde ich gut. Andere Acts, anderes Line-Up. Ich bin Jan, das ist Robert, beides Rüdigers von Medicastrie GmbH, haben Standort in Dresden, Standort in Berlin, natürlich Bestlage Kudamm, machen alles, was wirklich schöner, jünger, glatter und toller macht. Ich glaube, es wird einfach eine richtig geile, entspannte, sonnige, atmosphärige Abend. Wenn ihr schaut euch um, es ist perfekt. Alles strahlt, alles lacht. Viele Leute kennen sich untereinander, man trifft sich hier wieder, man hat einen coolen Abend und das ist doch das, was das Ganze ausmacht. Community. Ich bin der Hongfu und wir sind heute zum ersten Mal bei AEDT dabei. Wir sind eigentlich unter Freunde. Wir kennen uns schon lange und freuen uns, dass wir heute dabei sein dürfen und auch unsere Produkte, unsere Marke hier präsentieren. Freuen uns. Man trifft interessante Leute. Es ist für alles gesorgt. Also es ist wie so ein kleines Zuhause. Dieses Fest finde ich großartig. AEDT ist schon immer ein Netzwerk, wo viele bekannte Freunde dabei sind und einfach man immer wieder gute Freunde trifft. Und deswegen freue ich mich, heute Abend hier zu sein. Vielen Dank. Ein Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen. Ich habe Ludger kennengelernt, einen der begnadetsten Schauspieler Deutschlands, wo ich das Vergnügen hatte, bei einer der letzten Events hier, ihn kennenzulernen. Und das ist natürlich eine Freude, wenn du mit solchen coolen Leuten, die dich ein Leben lang aus dem Fernseher heraus begleitet haben, ne, wenn du jetzt hier sitzt und dich bis schon erhältst. Besser kann es ja gar nicht mehr werden. Das ist ein perfekter Tag schon. Ja, es ist 100%. Ich bin Fred, ich bin der Maßschneider und habe heute die Veranstaltung mitbegleitet, indem ich die Moderation eingekleidet habe, plus den Jan, der uns das alles heute ermöglicht hat. Ja, ich erwarte heute die geballte Kraft, die Konzentration. Normalerweise Sommerfest heißt 1500 Besucher. Heute versuchen wir die 1500 Besucher auf 500 zu reduzieren und da kommen nur die Besten. Konzentrat, quasi AEDT-Konzentrat. Aber wichtigste ist, dass man seine Umwelt vergrößert, dass man mit seinen Freunden über neue Freunde kennenlernt. Das ist das Wichtigste bei so einer Veranstaltung. Und ich bin dankbar bei dem Veranstalter, der das alles organisiert hat. Bravo, Jan. Ich finde die Veranstaltung am Ende des Tages, also gerade Sommerfest, wunderbar und freue mich, dass ich dabei sein kann. Welche Erwartungen habt ihr heute? Eigentlich nur, dass es ein wunderschöner Abend wird, dass die Leute das bei dieser sommerlich tollen Temperatur genießen und es ist eine fantastische Location, also ich freue mich sehr. Ich finde es großartig, ich finde es ganz toll, die Menschen sind einfach alle offen, freundlich, lustig, man merkt, die sind alle frisch aus dem Urlaub zurück. Es ist ein bisschen Freakshow, aber natürlich sehr, sehr gute Kontakte gemacht, die man normalerweise sonst nicht machen würde. Und ich genieße einfach den schönen, wunderbaren Abend. Vielen, vielen Dank.
Ich mache seit 25 Jahren Möbelbranche, seit 4 Jahren Innenausstattung, eigene Produktion, eigene Architekten. Da machen wir 3D-Visualisierung. Ich freue mich heute Abend einfach riesig hier zu sein, weil es so viele fröhliche Gesichter sind, die mir entgegenstrahlen. Die ganze Atmosphäre, die Location, ich meine, Rooftop Bar im Herzen von Berlin. Es ist wie so ein Klassentreffen so ein bisschen, dass man sich freut, bekannte Gesichter wiederzusehen, aber eben auch neues Networking betreiben kann. Man merkt, dass alle eine gute Zeit hier haben und das macht einfach eine Veranstaltung letztendlich aus. Also fast seit 20 Jahren bin ich bei den Fest von ARDT. Das Tolle ist, es sind viele Freunde da. Das Tolle ist aber auch, dass selbst wenn man nicht mit einem befreundet ist, dass wir eine Mischung von Leuten haben, die von ganz schräg, trashig bis ganz vornehm, wie wir beide natürlich, irgendwie auftreten. Nein, das ist aber so eine typische Berliner Mischung. Man hat keine Vorbehalte. Wir hatten ja hier schon in Berlin viele ARDT-Sommerfeste, aber für mich war das heute eines der, also eigentlich das lustigste Fest, weil ich stundenlang hier mit tollen Leuten die besten Gespräche hatte und Tränen gelacht habe. Und so viel Tränen gelacht, wie seit 5 Jahren bei einem Event, glaube ich nicht mehr. Und deshalb war das für mich heute was ganz Besonderes. War echt geil. Richtig, richtig schön. Am Ende des Tages gehe ich jetzt ins Hotel, rufe meine Freundin an und hoffentlich sehe ich meine Labradorhündin Lotte noch im Bettchen und sage denen gute Nacht. Okay. Das hätte man früher aber auch nicht von dir gehört. Alles klar. Dann machen wir aber ein eigenes Video dafür, glaube ich. Okay, keine weiteren Fragen. Aber es war ja jetzt. Das war es wieder. Das ARDT Sommerfest 2023. Wunderbare Gäste, fantastisches Wetter, ein wunderschöner Abend. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Bis zum nächsten Mal. ARDT forever. Am Ende des Tages hoffe ich natürlich, mit 2 Frauen an meiner Seite einschlafen zu können und hoffe, wenn ich aufwache, dass sie noch da sind. Soll diese Party immer wieder und jedes Jahr sich wiederholen. Dass alle glücklich und lächelnd nach Hause gehen. Vielen Dank. Dankeschön. Wünsche ich mir, dass wir alle als Freunde diesen Platz verlassen und uns beim nächsten Sommerparty wieder treffen. Am Ende des Tages gehe ich halt eben beschwingt nach Hause. Danke dir, mein Lieber. Danke schön. Bis später. Ist Musik das, was für uns spricht? Hat man Spaß ohne Ende. War doch gar nicht so schlimm. Jörg, kam das schon? Jörg, kam nicht. Echt? Du, am Ende des Tages wird alles gut? Oder? Immer. Jetzt haben wir es. Guck mal. Jetzt falle ich schon auseinander. Ja. Ist wichtig für Berlin, denn ohne sie wäre es arm. Am Ende des Tages wird alles grün. Okay, dann freuen wir uns drauf. Grün ist ja positiv. Da sind alle glücklich. Da hoffe ich, dass es ein wirklich schöner Abend war. Da wird alles gut. Am Ende des Tages sind wir alle happy. Und das ist nur wichtig. Glück. Wir sind glücklich. Dankeschön. Am Ende des Tages wünsche ich mir, dass alle meine Gäste hier heute Abend glücklich sind. Werden ordentlich Feste gefeiert. Okay, es war schön mit Ihnen. Wiedersehen. Also, tschüss. Tschüss. So, Mikro da in die Brusttasche. Brusttasche. Tschüss, meine Süße. Möchte ich gesund bleiben, glücklich sein und mich auf den nächsten Tag freuen können. Am Ende des Tages gibt es einfach nur Freude, Liebe und viel Spaß in einer Zeit, wo man wirklich Spaß und Freude braucht. Wird getanzt. Am Ende des Tages sind wir doch alle gleich. Ende des Tages bin ich glücklich über die Menschen, die mir begegnet sind. Ist das Leben auf dem Obergeschoss doch am besten. Sie sind aber auch in hier. Sehr счастливы. Voll Profi. Sehr gut, okay. Vielen, vielen Dank. Am Ende des Tages ist der Anfang des Beginns der Nacht. Ich habe nichts hinzuzufügen. Den Blank und den Frieden.